Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute bei wunderschönem Wetter zur Abendzeit. Es ist 6 Uhr am Abend. Stille pur. Ihr hört nur von hinten ganz leise. RZA, you can stop me now. Wow, super chillig. Jedenfalls, heute will ich euch was zeigen, wie ich mein Dribbling trainiere. Ganz entspannte Sache, aber ich dribbel so sehr, 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 sehr gerne. Und ich nenne die Serie jetzt mal, ja, vielleicht mache ich eine Serie, das vielleicht auch nicht, finde den Namen cool. Dribble like Mr. Mike. Und so sieht's aus. Jedenfalls, man stellt sich breitbeinig hin. Locker, locker, entspannt dabei. Und man dribbelt eigentlich immer mit einer Hand von der einen Seite auf die anderen durch die Beine. Das ist so das Standardding. Man sieht, einen schönen Kreis machen. Jetzt aber kann man das variieren bis zum geht nicht mehr. Man kann weiter ausholen, man kann es tiefer machen, man kann es schneller machen, langsamer, man kann es vor und zurück machen. Auch immer so eine Sache. Im Gehen, im Stehen, im Liegen. Nur mal so, nicht damit ich das jetzt zu viel versprochen habe. Jedenfalls, ich liebe es so zu dribbeln. Vor allem, wenn du diesen hier drauf hast, ne, den hier, bau hier noch eine Umdrehung mit ein, dann hast du den hier. Ne, das ist eh einer meiner Lieblingsmove. Oder du dribbelst hinterm Rücken, holst ihn dir so und bam. Das ist so mein Shit. Aber dafür musst du erstmal das Grunddribbel haben. Hier, den hier. Ne, den hier. Eigentlich eine einfache Sache. Aufpassen natürlich dabei, wenn man jetzt in einem Ligaspiel ist und einen Schiedsrichter hat, der pfeift oder so, oder kleinliche Mitspieler hat, die man sagt, geschaufelt. Ne? Man darf den Ball nicht unter den Ball, die Hand unter den Ball bekommen, weil sonst ist es geschaufelt. Ne? Man darf halt nur so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das, ich glaube doch, ich bringe ihn hier. Hier bei der Bewegung, hier fange ich ihn ja so auf. Ne? Das ist hier geschaufelt. Nicht regelrecht. Aufpassen dabei, aber im Streetball drauf geschissen. Ne? Linke Seite natürlich auch. Dazu auch eine schöne Übung. Probier das abwechselnd. Breitbeinig hinstellen. Rechts, hinterm Rücken, zurück. Rechte Seite, hinterm Rücken, auf die linke Seite, hier rüber, bam. Das ist echt eine richtig schöne Übung, ich finde. Und wenn du das im Gefühl hast, ist das die Grundvoraussetzung für alle Moves. Was heißt für alle? Nicht für alle, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Das hat schon in sich. Vor allem dabei nicht hingucken. Siehst du, wollt ihr schon weg. Dann das Tempo ein bisschen erhöhen. Probier das mal richtig lange aus. Ah, ohne hinschauen ist es schon schwieriger. Aber ich liebe dieses Dribbling. Vor allem auch so, wenn man ein bisschen weit weg ist. Den hier. Kennt ihr den? Dafür bin ich zu alt. Naja, trotzdem richtig geiler Move. Man kann hier variieren, kombinieren, alles machen. Ich finde, das ist ein Streetball-Move, ich finde. Ne? Kannst du den auch wirklich faken. Und den hier, ich finde halt diese Umdrehung. Ne? Bau mal in den eine Umdrehung mit ein, ob du das kannst. Wenn du das kannst. Einfache Sache. Ne? Grundprinzip genau das gleiche. Rüber und dann die Umdrehung. Ja? Nimmst du das? Also ich erkläre den Move jetzt mal nochmal, weil es ist auch einer von meinen Standard-Signature-Moves, sage ich jetzt mal, Dribble-Moves. Du machst eine einfache Umdrehung. Ne? Wir gehen jetzt nochmal davon aus, dass man Rechtshänder ist. Linke Bein ist dann Private-Fuß, Standbein. Man dreht sich mit dem rechten weg und das linke bleibt stehen. Ja, das ist hier das Ding. Einfach, oder? Und dabei vorher rechte Hand, Ball in die rechte Hand, durchs Bein, wieder mit rechts fangen und dann gleichzeitig drehen. Und dann kannst du gleich nochmal machen. Ne? Du kannst das ja gleich zweimal machen, siehst du? Das ist doppelt. Bam, bam, bam. Ich kann den komischerweise nicht so schick, weil das ist wirklich wow. Das ist wirklich so, okay. Dabei gehe ich aufs Klo. Mit links kriege ich den nicht so schön hin. Da ist irgendwie so ein bisschen. Also ich kriege den schon hin, aber nicht mit so einem schönen geschmeidigen Schwung, komischerweise. Bin ich da ein bisschen zu doof für? Weißt du, irgendwie, das sieht ein bisschen steif aus. Ich fühle mich dabei auch steifer, aber naja. Rechts ist halt eh meine starke Hand. Wer es weiß, der weiß es jetzt. Und ansonsten, keine Ahnung. Rausgehen, dribbeln und wie gesagt, das hier, das ist der Shit, wie ich finde. Da machst du alles. Behind the back, du trainierst die Oberarme.
Ja, dribbeln. Ich habe so Bock zur Zeit zum Dribbeln. Ja. Vor allem dribbeln, richtiges Dribbeln, so richtig mit Speed und Power. Das ist so perfekt für die Oberarme auch. Das haut echt gut ein. Oh, der Matrix-Effekt. Okay. Ja, in der Hinsicht rausgehen, dribbeln, Spaß haben, fit werden. Sommer steht vor der Tür. Ich bräuchte ein paar Baller, ein paar Gegner hier, aber hier in der Gegend nichts los. Ich weiß, jetzt kommentieren wieder alle mal, komm doch da und da und da hin, kriegst dafür eine Breze, ein kaltes Getränk gestiftet und komm vorbei. Und naja, wisst ihr, kennt ihr den. Ist immer nett gemeint, aber ich fahre halt nicht durch die Gegend, weil dafür habe ich keine Zeit. Fehlt mir die Kohle für und was sollst du machen? Ne? Muss auch schon, wo die Kohle reinkommt, deshalb leider nicht, aber ihr könnt jederzeit gerne zu mir kommen und zocken. Prinum Chiemsee ist hier so meine Region, Chiemgau. Und ja, lasst uns hören, am besten über Instagram, Mr. Mike Production. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Bye. Mr. Mike, Mr. Mike, Mr. Mike, Mr. Mike.